Am Sonntag findet ja hier um 13.30 Uhr unser Heimspiel statt gegen den 1. FC Nürnberg. Aus dem Grund habe ich auch unseren Abwehrspieler Timo Beermann bei mir. Wie wichtig war denn der 5-2-Sieg gegen Regensburg am Mittwoch im Pokal jetzt auch für das Spiel am Sonntag? Ja, Siege sind immer wichtig und gerade in unserer Situation, das Weiterkommen war einfach, gut, auch für die Stimmung und für das Selbstvertrauen jedes Einzelnen. Dennoch wissen wir natürlich, dass es jetzt ein anderer Wettbewerb war und jetzt halt wieder die Liga dran ist und ja, da müssen wir halt jetzt nachlegen und am besten mit 3 Punkten. Aber ihr habt schon Selbstbewusstsein getankt, oder? Durch das Spiel am Mittwoch? Ja klar, da gehe ich mal von aus. Man hat ja auch im Spiel gemerkt, es hat sich ja gezeigt, wir haben diesmal einfach unsere erste Chance genutzt und Regensburg, die hätten vorher auch in Führung gehen können, haben sie aber nicht gemacht und ja, nach dem 1-0, da haben wir uns schon leichter getan, auch wenn wir halt das 1-2 bekommen haben und das 2-3, aber wir haben halt immer wieder zurückgeschlagen und ja, gerade auch in Unterzahl haben wir dann, glaube ich, gut verteidigt und trotzdem auch unsere Chancen noch nach vorne gehabt und ja, daraus müssen wir einfach, abspeichern und einfach nachlegen. Mit Nürnberg kommt jetzt am Sonntag die zweitbeste Offensive der Liga zu uns. Unsere Defensive schwächelt in den letzten Spielen ein bisschen. Wie können wir trotzdem mal die Null halten und die Null stehen lassen? Ja, klar, wir müssen defensiv einfach besser spielen. Auch in Regensburg wissen wir, dass das nicht das Gelbe vom Ei war. Und wir müssen einfach noch kompakter stehen. Einfach jeder Einzelne noch mehr in die Zweikämpfe gehen. Und man muss sich noch besser absichern und dann glaube ich auch, dass wir gegen Nürnberg 0 spielen können und das ist einfach wichtig. Dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Angriff auch oft die beste Verteidigung ist und deswegen müssen wir auch nach vorne spielen und dann glaube ich auch, dass wir erfolgreich sein werden. Abschließend noch ganz kurz zum Gegner. Nürnberg, dritter Tabellenplatz, haben 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. Wo siehst du denn die Stärken und die Schwächen von den Nürnbergern? Ja, Nürnberg hat eine sehr gute Mannschaft, individuell sehr gut. Auch wenn dort Spieler ausfallen, die können immer wieder nachlegen, die gleiche Qualität haben. Und vor allem offensiv haben sie doch schon einige, die schon mehr Tore gemacht haben. Und die gilt es einfach auszuschalten. Und man darf auch nicht vergessen, dass Nürnberg hinten auch Probleme hatte. Und da müssen wir einfach dran ansetzen. Und dann glaube ich, dass die 3 Punkte auch hier bleiben. Danke dir, viel Erfolg am Sonntag.